keine Kopfschmerzen. Ah. Achtung, jetzt hat der kleine Belzec ein bisschen rumgetüftelt. Ja, das sind so die ersten Gedanken, die wir haben. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute kriegen wir wieder eine schöne Lieferung von Lamborghini GOM. Ja? Und zwar der neue Lamborghini Urus für den Robert Geist, ja? Den wir umbauen werden. Lasst euch überraschen, wie der aussieht. Den laden wir jetzt aus. Ja? Und der junge Herr macht das jetzt. Ja? Alles Hightech, alles ja, die Zeiten haben sich geändert. Ja? Dass die Autos hier mit dem Trailer oder so transportiert worden sind. Ja, hier ein bisschen schicker. Guck mal von der Seite. Ey, das sieht aber gut aus. Ja. Das sieht aber gut aus, komm her. Oh, eine rote Bremssättel. Oh. Ja, der andere hatte grüne. Den müssen wir auf jeden Fall kontrollieren, dass da nichts beschädigt oder sonstiges ist. Bin gespannt, wie der im Innenraum aussieht. Weil das mit dem Grün fand ich sehr, 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 sehr schön. Blendet mich die Sonne hier. Das mit dem Grün fand ich sehr schön, ja, bei dem alten Urus von Robert. Aber Rot finde ich auch eigentlich nicht schlecht. Hätte ich, glaube ich, gewählt. Ja, wenn ich einen neuen Lamborghini bestellen würde, hätte ich, glaube ich, einen mit grünen Nähten gekauft. Oder mit grünen, mit roten, was ist denn für Quatsch? Mit roten Bremssättel und roten Nähte und so weiter geholt. Ich weiß nicht, was da bei Robert hier verbaut ist. Wird mich interessieren. Bin schon wirklich gespannt, wie der innen aussieht. Da sind Profis am Werk, ne? Ja, alles schön, guck mal, jedes Rad abgesichert. Cooler Transporter. So nicht anders. So, der wird auf jeden Fall umgebaut, weil Serie hat jeder. Ne? Nein. Doch. Doch. So, wir machen ein paar Sachen. Carbon wieder, wie bei den alten auch. Guck mal. Schön. So ein Transporter könnten wir uns auch zulegen, ne? Oder? Wenn wir noch nichts verraten wollen von dem Umbau. Was? Wenn wir noch nichts verraten wollen von einem Umbau. Zum Beispiel zum Messe, Motorshow essen, ja. Keine Kopfschmerzen. Ah. Ganz schwarz, guck mal. Schön. So nicht anders. Ja. Sehr, sehr schön. Von der Seite so links hier, guck mal, wenn du so Kunden fährst, ja, zum Beispiel dann so die, an der Seite die Türen schon aufmachst, ja, und im LKW und der Kunde guckt, wow, mein Auto, ist schon natürlich sexy, ne, finde ich. Was hat der jetzt für Nähte innen drin? Soll ich das mal zeigen? Und? Oh, der ist aber schön. Sehr schön. Jetzt können wir mit dem Umbau loslegen. Ja? Und was wir daraus zaubern, das werdet ihr bald sehen. Heute habe ich eine Frage an euch. Ja, an alle meine Abonnenten und Fans und Freunde und alle Leute, die mir folgen. Aber wir sind so ein bisschen unsicher, was wir bauen sollen. Meine drei Favoriten wären der 6er BMW E34, nein, der 6er BMW E24, ne? Also so ein Modell, Coupé, ja,
das könnte das neue Hardcore Widebody Projekt sein. Oder mein Lieblingsauto, ich mag das Auto wirklich, ein Mercedes 124 Coupé, ja, E-Klasse Coupé. Sowas finde ich auch nicht schlecht, wenn ich ehrlich sein soll. Ja. Ich kann mir da ziemlich vieles Wildes an diesem Auto vorstellen. Ich weiß, viele werden auch meckern, na, lass die alten Autos in Ruhe und so weiter. Ja, da gebe ich euch recht. Aber wenn die natürlich eine perfekte Basis haben, ja, also wirklich, wenn die Note 1 plus haben oder 2 oder sogar 3 minus, nein, die werde ich oder wenn wir nicht umbauen. Ja, also wir werden schon ein Auto finden, der sich in einem Zustand befindet, wo man sagt, okay, Ersatzteile oder Aufbau, ja, sowas werden wir machen, definitiv. Ne? Also es ist kein Auto aus erster Hand und top gepflegt. Ne? Also wir werden schon was kaufen, was so ein bisschen Trümmerhaufen ist. Ne? Oder alternativ steht noch ein Audi 80 B4 Coupé. Ja. Oder so ein Gerät. Ja, ich bin mir noch ein bisschen unsicher mit meinem Team. Aber vielleicht könnt ihr hier ein paar Kommentare schreiben. Würde ich mich wirklich freuen. Wir werden das Projekt komplett vom Kauf scannen, fräsen, modellieren, Formbau, Produktion, Lackierung, zusammenbauen, Interieur, Exterior, Felgen, Fahrwerk, Auspuff, alles hier bei YouTube veröffentlichen und bei Facebook und Instagram und so weiter, also auf jeden Kanal von uns. Ich habe das so vorgestellt, ihr dürft bei uns so ein bisschen mitmachen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel hier irgendwelche Carpoolings oder irgendwelche Verbreiterungen machen oder sowas, dann werden wir alles abstimmen. Also es wird nicht irgendein Auto, sondern das wird quasi ein Projekt von uns, was wir mit euch zusammenbauen werden. Ja? Also ja, folgt uns auf jeden Fall hier bei YouTube. Klickt mal auf Abonnieren, auf die Glocke und so weiter. Dann könnt ihr nichts verpassen. Ja? Ich habe mir so ein paar Gedanken schon gemacht, bin ich ehrlich. Ja? Bevor wir hier loslegen, damit ihr so ein bisschen wisst, worum es mir geht in dem Video, ja. So, das wäre zum Beispiel so ein 6er BMW E24. Ne? Achtung, jetzt hat der kleine Belzec da ein bisschen rumgetüftelt. Oh, hast du gesehen? Ja. Guck mal, das ist das gleiche Auto, nur kann man sehen. Ja, das sind so die ersten Gedanken, die wir haben. Also das ist jetzt nicht so, dass das Auto genau so aussehen wird. Das ist nur so, damit ihr euch vorstellt, was wir überhaupt hier vorhaben in dem Video. Ja? Weil erzählen kann man vieles. Viele können sich gar nicht das alles vorstellen, was ich meine oder was sie bauen können. Ja? Das war noch nicht alles. Hier, komm mal her. Zum Beispiel. So, manchmal sind so Kleinigkeiten. Hier. Ob wir die im Schwarz absetzen, ja? Oder in Weiß oder Carbon oder was auch immer. Ja? Achtung, jetzt kommt meine Lieblingsversion. Tschack. Guck mal, gleiches Auto, alles gleich. Ja. Finde ich schon mal gut. Ja, Basis. Also das kann man noch ein bisschen abspielen. Wir werden drei Designvorschläge hier bei YouTube und bei Instagram posten. Und dann dürft ihr mitentscheiden, was wir bauen sollen. Ja, welche Farben und so weiter. Und irgendwann, das Auto fertig ist, ob am Wörthersee oder Motorshow in Essen oder auf der Messe in Hannover oder wo auch immer, können wir das Auto, wenn das fertig ist, euch zeigen, was ihr mit uns zusammengebaut habt. Ne? Alternativ, check, steht ein SEC 350 oder ein 500 haben wir nehmen, ja? Ja. Achtung, jetzt kommen wir links hier, check. Achtung, Basisbild, check. Schön Rotiformfelgen drauf. Das finde ich hardcore. Das finde ich geil. Ja, also ich bin so ein Spoiler-Typ. Ne? Also, ne, guck mal hinten. Guck mal hin. Nicht weglaufen hier. So. Boah. Guck mal, das gleiche Auto, also wirklich das ist das gleiche Auto. Ja? Nur die Karosse verändern sich. Also ihr wisst so ungefähr, wie wir auch arbeiten können. Ja? Das ist nicht nur so, dass wir so ein bisschen machen können, sondern einfach wirklich, ja, schau mal hier.
Gibt es da noch Bodenfreiheit? Ja, bei minus 10. Nein, ob mit Luftfahrwerk oder mit Hauenherr, Gewinde oder wie auch immer, können wir noch alles gucken. Ne? Das ist so, dass wir, ja, was wir bauen könnten. Oder so ein Audi 80, da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ja, wäre noch alternativ auch nicht schlecht. Vielleicht so in Ur-Quattro-Stil. Ja, also, ja. Ihr sagt, wir bauen. Bitte schreibt mir Kommentare hier oder uns. Schreibt bitte hier Kommentare unter diesem Video. Und ja, und dann vielleicht habt ihr Ideen, was wir noch bauen können. Bitte aber nicht irgendwelche komischen Autos wie was weiß ich, Ente oder Trabi oder was auch immer bauen. Vorschlagen, weil das werden wir nicht bauen. Das muss schon so ein cooles Auto sein. Ja? Also so ein cooler Klassiker auch aus meiner Zeit. Ja? Also wer so ein Auto damals hatte, war gefühlt ein Multimillionär. Ja? Also nur die Reichen hatten so ein Auto, ja. Damals, auch so ein Auto, ne. Und ein 6er BMW, also das waren nur dicke Geschäftsleute und Leute mit sehr viel Geld. Ne? Ja, also, abonniert mich, stimmt ab, schreibt mir Kommentare, schickt das alles an eure Freunde, die können dann mit abstimmen. Lasst uns zusammen was richtig, richtig Cooles auf die Beine stellen. Ich bedanke mich für das kurze Video hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.